So, dann müssen wir jetzt wohl, bevor wir im Westen Talapheim erreichen, hier noch diesen, ja, der Stinkende, also irgendeinen Nörgel-Champion wahrscheinlich umnieten. Und ich könnte wetten, wir haben wieder Punkte übrig, ja. Da möchte ich jetzt diesen gerechten Zorn noch verstärken. Und hier noch die Hand des Sigma. Zwielichthelm. Plus 30% Ausdauer. Da lasse ich lieber den, der mir noch Rüstung und Schutz mehr gibt. Zauberstab der Macht. Dann gehen wir um den Zauberer weiter. Wobsteinschild behalten wir. Schwert des Mandred. Naja. Lass ich so. Die größte Armee aus Menschen und Elfen seit dem großen Krieg gegen das Chaos sammelt sich im Südwesten. Im Süden liegen die Ruinen Karlstadts, vor 2 Jahrhunderten von einer Horde Dämonen zerstört, die von Kultisten gerufen wurden. Späher berichten, dass sich in den Ruinen wieder Chaos-Anhänger herumtreiben. Ah ja. Die Beschreibung passt zwar jetzt eher zu einer Mission, wo wir wieder mit irgendwelchen Helden in Katakomben rumstromen, aber hier steht Duell. Von der Aura des Chaos zu den Ruinen von Karlstadt gelockt, will ein Champion Nörgels dem Pestgott ein großes Opfer darbringen. Champions des Nörgel werden vom Seuchenherrn gegen Schmerz gestählt und ergötzen sich an ihrer eigenen Abscheulichkeit. Sieht man auch sehr schön im Ladebildschirm. Denn, ja, da geht halt dann auch damit einher, dass man hier irgendwie aufquillt wie eine Brieze. Der Mörder Otto Grubers, welch Glück! Der Herrscher der Verwesung wird erfreut über deinen Tod sein. So. Kämpft für das Die Imperium! Günstlinge Nörgels kann man nicht verletzen! Ja, das werde ich dir gleich zeigen, wie das geht. Ruhe, Gewalt. Das Sprechen des Zaubers dauert 8 Sekunden. Der Held führt 3 Attacken aus, je 3 Schaden. Stufenbonus plus 15%. Dann machen wir das auch gleich. Was hat der da hinten eigentlich? Eine Trophäenstange mit Ketten und Schädeln, die einfach sinnlos hier von seinem Rücken baumeln. Hat er da jetzt den Schaden gemacht? Ja, sieht fast so aus. Und wie ihr seht, die Typen kratzen uns nicht mal mehr an. Also, besser gesagt, sie kratzen uns nur an, aber recht viel ist da gar nicht damit los. Als der Stinkende besiegt war, floh seine Armee in Panik. Stephans Krieger durchsuchten ihr Lager und fanden 2500 Gold. Besser als nichts. Wir schwimmen zwar sowieso im Geld und haben alles aufgefüllt. Aber gut. Ja. Der Talabek-Appell erwartet uns als nächstes. Und damit dann auch die letzte entscheidende Schlacht. Die werde ich aber dann in der nächsten Folge spielen. Und ja, ich hoffe, ihr schaut dann wieder zu. Also, bis dann.